Ich habe mich doch dazu entschlossen, ein bisschen aufzunehmen. Weil, das Spiel ist ja eh gleich vorbei. Es sind nur drei Missionen oder so und die schaffe ich heute noch ganz schnell. Weil dann kann ich auch mal gut regenerieren. Und dann war es auch schon mit dem Let's Play von einem Singleplayer. Also war es nicht so schnell durch. Ach, von dann wird dann am Ende passiert. Und ja. Was ist denn eigentlich eine Waffe? Ach, die ACR ist cool, die ACR. Die sind im Multiplayer extrem imbar. Und das Gute ist, nach der Singleplayer-Kampagne kann ich endlich meine 8-9 Matches von MW3 aufnehmen und kommentieren. Und ich bin halt gestern Prestige 2 gekommen. Oh. Oh, oh. Na gut, er lebt noch. Aber da habe ich noch kein gutes Gameplay außer 1, aber da habe ich ein bisschen zu stark gecampt, aber egal. Werden die alle halt, ich erkläre es schon, was der Fehler in dem Spiel ist. So wie im Black Ops der Fehler einer bestimmten Waffe. Da ist der Fernsehturm, da ist er. Ist ein Scharfschützengewehr? Nee. Ach hier, eine M14 habe ich. Mit der M14 kann ich scopen. Was ein Spiel. Ja, wo ist denn der letzte? Da ist einer. Wow. Alles sicher, Brandon. Jetzt weiter. T90 auf der Straße. Overlord. Russische Panzer feuern auf Brandons Position. Fordere Bombardierung an. Verstanden, 01. Der Luftkorridor ist frei für den Beschuss. Entschuldigung. Ach, ich werde mich einfach nicht mehr entschuldigen. Ich glaube, ihr wisst, dass ich krank bin. Das ist ein AC-Tiefflieger. Den Panzer auf der Straße! Direkter Treffer! Da kommen Nachtschallpanzer! Ausschalten! Bin einsatzbereit! Wieso ist denn hier wer auf dem Boden? Suche, jetzt! Bestätigt! Scheiße, linke Seite! Noch zwei! Brad, könnt ihr Arlena sehen? Ausgeschaltet. Wiederhole, Eagles ausgeschaltet. Wir holen Arlena. Bestätigt, Sandman. Zur Deutschen.
deutschen Panzerkolonne in südlicher Richtung aufschließen und weiter zum Zielgebäude. Over. Kriegt ein RPG rum. Sandman, Ende. Cross, einklinken. Wir müssen auf die Straße. So, Leute. Alles verbombt, ey, wie im Zweiten Weltkrieg. Amerikanisches Team, ein russischer Panzer feuert auf die Brücke. Sie müssen den Panzer ausschalten. Oh. Der war ein schlechter Schuss. Hä, vom... wo denn? Ist das hier die Spree oder was? Ich kenne mich nicht geografisch aus, von daher... Aber ich weiß, dass die Spree durch Berlin fließt. Hä, man... von wo eigentlich immer? Da hinten oder was? Ich höre immer Schüsse. Ach da, einer. Alles sicher, wir rücken jetzt vor. Kann bleiben, bis wir beim Hotel sind. Boah, es bombt hier alles rum, ey. Geil. Ist irgendwo Laptop, vollständig und selber. Laptop. Nee, okay, da nicht. Granate. Bin noch angefangen von irgendwo. Panzer fahren ja einfach durch und lassen irgendwie alle Gegner übrig. Verstehe ich immer nicht. Die ziehen sich zurück. Weiter vordringen. Ach, jetzt bin ich wieder tot, weil ich gucken wollte. Mano. Das verkehre ich von hier alle. Das ist ein Gegner. Auch ganz viele Gegner. Boah, was war denn das jetzt? Oh mein Gott, geil. Ach, das waren die 20 Minuten davor. Ich bin mitten im Gebäude drin. Wir haben überall Sprengungen vorbereitet, falls unsere Panzer sprengen. Wir wollen uns einbrechen. In Bewegung bleiben.
wäre eine geile Idee gewesen für den Entwicklern. Welche Feinde sind. Nach einer übelsten Explosion und Zerrütterung des Gebäudes, ja. Sind gleich wieder Feinde da. Bin wieder tot. Verstehe ich nicht. Da ist jemand. Wir sind am Zielgebäude. Gibt es Neuigkeiten von der Kleinen? Mann, ey, das ist doch viel zu viel Feinde hier mal. Eine MG liegt hier und eine PKP. Nee, ich geh weg. Spaß haben die hier. Tür denn? Die hier? Auf das Dach! Frost, die Tür auf! Mal kaufen, ist das stimmt, oder? Oder sowas. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. A last stand for the win. Können wir dich riskieren? Overlord, kostbare Fracht negativ. Wir haben sie verloren. Scheiße, Mann. Der Heli hat sie zu einer Diamantenmine in Sibirien gebracht. Wir haben eine Chance, den Präsidenten zu schnappen, bevor er die Startcodes preisgibt und Makarov Europa zerlegt. Sobald wir am Boden sind, wird's da unten ungemütlich. Hoffentlich kannst du mithalten, alter Mann. Die Amis wollten immer den Ruhm einstreichen. Daher halte ich mit Yuri die Nachbarn in Schach, während ihr die Geiseln sichert. Okay, seid vorsichtig, Jungs. Niemand mag eine tote Geisel. Wie ist die Lage, Boss? Alle sind Feinde. Ein wahres Wort. Geil, Mann. Die Höhle des... Nee, die Höhle des Löwen. Yeah. Bereit. Geht das nicht schneller? Ruhig, Grinch. Mach die Gewehre bereit. Ja, Diamantenmine sind wir hier. Ach Gott. Cool. M41 und eine G36C.
Mann, leckt gerade hier rum. Ach du Kacke, wie groß ist der Komplex hier jetzt?